jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Wenn Lichter, Kameras und Live-Übertragungen Maßstab für politische Bedeutung sind, dann hat die Junge Union ihren Deutschlandtag perfekt terminiert. Als erste große Parteiveranstaltung nach der Wahl. Es gab halt nur, anders als geplant, keinen Sieg zu feiern. Und während die Veranstaltung lief, schob die Harmonieschau von SPD, FDP, Grünen die Union gestern noch tiefer ins Abseits. Jahre in der Opposition sind ihr schon so gut wie sicher. Solche Niederlagen haben, anders als das Sprichwort es sagt, auch viele Väter. Und einer hat sich heute noch mal dazu bekannt. Armin Laschet. Und er hat dabei keine halben Sachen gemacht. Mathis Feldhoff berichtet. Armin Laschet kommt, um Buße zu tun. Eine Geste, ein Auftritt, die manchen Jungpolitiker heute in dieser Klarheit offenbar überrascht hat. Gestern noch war er hart kritisiert worden. Heute nimmt er mit seiner Offenheit der Kritik den Wind aus den Segeln. Die Verantwortung für dieses Ergebnis, die trage ich als Vorsitzender und als Kanzlerkandidat. Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand. Und das muss in der anschließenden Debatte zollt ihm die JU genau dafür Respekt und legt auch den Finger in die Wunde. Und jetzt haben Sie gezeigt, ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, das zu sagen, aber jetzt Chapeau für diese Ehrlichkeit. Wenn wir mal ehrlich sind, Deutschland mag niemand, den sie streitet. Das haben wir 2015 auch zwischen Seehofer und Merkel gesehen. Laschet stellt sich der Debatte, auch weil er sagt, ein CDU-Vorsitzender muss zu seiner Jungen Union kommen. Das sieht der andere Vorsitzende ganz anders. Markus Söder hatte erst zu und dann abgesagt. Söder scheint der Diskussion auch über ihn lieber aus dem Weg zu gehen. Warum sind Sie, den Besuch von Deutschland noch abgesagt? Weil ich hier bei Bayern bin. Weil ich hier bei den Bayern bin. Söder wirkt genervt. Letzte Woche hatte schon die Bayerische Junge Union ihn hart kritisiert. Die CSU-Leitfigur bekommt Schrammen. Laschet erwähnt Söders Namen nicht und gibt ihm doch einen mit. Wenn man vor Ort entschieden hat, die oder der ist unser Kandidat und danach sagen die anderen, die nicht gewählt worden sind, ja, aber wir hatten trotzdem den Besseren. Wenn man so in Wahlen geht, gewinnt man nicht. Den Frust der Jungen Union bekommen die Generalsekretäre zu hören. Mit Beispielen aus der beliebten Informationsplattform Valomat. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Die Union keine Position. Der gesetzliche Mindestlohn soll im Jahr 2022 erhöht werden. Die Union keine Position. Wie kann das sein? Sorry. Das ist nur der Anfang. Eine ungemütliche Stunde für den ehemaligen JU-Vorsitzenden und jetzt Generalsekretär. Die Parteiführung haben Fehler gemacht in diesem Wahlkampf, sowohl bei CDU als auch bei CSU. Und das musste eben auch deutlich gesagt werden. Scherbengericht und Schaulaufen. JU-Deutschlandtage sind oft beides. Beim heutigen Schaulaufen zeigten sich mögliche Kandidaten für den CDU-Vorsitz, auch wenn sie noch verdeckt agieren. Es ist jetzt mal die Generation nach Merkel, die jetzt mal in Verantwortung muss. Es sind bekannte Gesichter und weniger bekannte. Welche, die schon mal kandidiert haben und welche, denen plötzlich die Herzen zufliegen. Ich will, dass in Zukunft nicht das Kanzleramt entscheidet, sondern die Partei. Bei uns müssen die Debatten stattfinden und nicht im Kanzleramt. Die JU erfüllt an diesem Wochenende mal wieder ihre Aufgabe, Seismograf zu sein für die Stimmung in der Union. Auch wenn Richtung und Führung noch nicht klarer sind als zuvor. Apropos Stimmung. Als vor 16 Jahren Angela Merkel ihr Amt antrat, da war da draußen einer schon da, und damals schon schwierig. Recep Tayyip Erdogan, damals Premier, heute Herrscher der Türkei. Er wird länger bleiben als Sie. Heute ein Abschiedsbesuch, der noch einmal zeigte, in welcher Zwickmühle eine Regierungschefin steckt, die auch mit unangenehmsten Partnern zurechtkommen muss. Da waren immer wieder Haltung und Balance gefragt und schwer in Einklang zu bringen. Wie das heute ausging, berichtet Luc Walpott aus Istanbul. Zum Abschied gab es für die Kanzlerin noch einmal Postkartenidylle am Bosporus. Mit perfektem Sonnenschein, begeisterten Autofahrern und Tayyip Erdogan als Reiseführer.
der jetzt, wo in Berlin ein Machtwechsel ansteht, lobende Worte fand für, so wörtlich, seine Freundin Merkel. Es gibt für die Türkei viele Schwierigkeiten auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft. Trotzdem hat sich Frau Merkel stets für uns eingesetzt. Dafür danken wir ihr. Wir werden das in guter Erinnerung behalten. 10-mal reiste sie in die Türkei. Ein Vergnügen war es selten. Eher eine politische Achterbahnfahrt, aus der andere längst ausgestiegen wären. Merkel blieb aus Einsicht in die Notwendigkeiten. Wir merken, dass wir geostrategisch eben sehr voneinander abhängen, ob wir gleich agieren oder nicht. Das wird jetzt mit der Frage der Taliban eine Rolle spielen. Das spielt mit der Frage der Flüchtlinge eine Rolle. 2010 gab es eine Friedenstaube. Da wurde Erdogan noch als Reformer geschätzt. Das änderte sich schnell. Erdogan baute seine Macht aus und den Rechtsstaat ab. Der Ton wurde rauer, dann eisig bis hin zum Affront. Frau Merkel, Sie unterstützen Nazi-Methoden gegenüber meinen türkischen Mitbürgern in Deutschland. Ein Tiefpunkt. Merkel kam trotzdem wieder. Viel zu sagen hatte man sich dann nicht mehr. Aber Merkel braucht Erdogans Unterstützung für den Flüchtlingspakt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Türkei leistet Außergewöhnliches im Blick auf syrische Flüchtlinge. Und wir haben uns natürlich auch über das Thema Afghanistan unterhalten, damit Menschen aus Afghanistan nicht auch Opfer von Schleppern und Schleusern werden, müssen wir sicherstellen, dass humanitäre Hilfe in Afghanistan geleistet wird. Erdogan weiß um seine Schlüsselposition in der Flüchtlingsfrage und er weiß um die Macht der Bilder. Eine aufgeräumte Kanzlerin lächelnd bei ihm zu Gast, das macht sich gut in der heimischen Presse. Über die vielen deutschen Staatsbürger, die unter fadenscheinigen Terrorvorwürfen in der Türkei inhaftiert sind, wird dort nicht berichtet. Merkel spricht von Kontroversen, einer Menge Schwierigkeiten, die noch nicht ausgeräumt seien. Energische Vorhaltungen sind das nicht. Wir haben natürlich manchmal auch sehr unterschiedliche Betrachtungen, wann der Terrorismusvorwurf gilt und wann er nicht gilt. Das könne man, so Merkel, nur im gegenseitigen Gespräch lösen oder auch nicht. Manches dauert sehr lange. Dafür haben 16 Jahre nicht ausgereicht, aber manches ist auch gelungen auf dem Weg dazwischen. Er hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit, auch mit der nächsten Regierung in Berlin, betonte Erdogan. Es klang ein wenig Wehmut mit. So gut wie mit Merkel, das schwant dem türkischen Präsidenten, wird es vielleicht nicht mehr werden. Und Nachrichten nun von Gundula Gause. Bei dem tödlichen Angriff auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amos geht die Polizei Hinweisen auf einen islamistischen Hintergrund nach. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen soll es sich um einen Briten somalischer Herkunft handeln. Der Fall hat in ganz Großbritannien Betroffenheit ausgelöst. Premier Johnson und Oppositionschef Starmer legten am Tatort Kränze nieder. Amos war gestern während einer Bürgersprechstunde erstochen worden. Zehntausende Menschen haben in Rom gegen Faschismus demonstriert. Gewerkschaftsanhänger und linke Gruppen forderten dabei auch die Auflösung der rechtsextremen Partei Forza Nuova. Einige ihrer Mitglieder hatten bei einer Demo gegen Corona-Regeln vor einer Woche ein Gewerkschaftsgebäude in Rom angegriffen. In Russland sind binnen eines Tages mehr als 1000 Menschen mit oder an Corona gestorben. So viele wie noch nie in der Pandemie. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist mit 33.200 binnen 24 Stunden auf Höchststand. Hauptgrund ist laut russischen Behörden die geringe Impfbereitschaft. Nur 32% der Russen sind vollständig geimpft. Der heutige Welternährungstag soll daran erinnern, dass weltweit Menschen hungern. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl auf mehr als 800 Millionen wegen Kriegen, der Pandemie und Folgen der Klimakrise. Auch in Kenia sind wegen der anhaltenden Dürre insbesondere Kinder massiv unterernährt. Zu helfen ist ihnen mit Spenden an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, IBAN.de 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZDF Hunger in Afrika. Weitere Informationen auf spenden.zdf.de und im ZDF-Text. Im Nachhinein betrachtet ist die digitale Revolution, also die totale Information über alles, für alle, überall, mit einem fatalen Fehler gestartet. Sie hat vorgegaukelt, dass zuverlässiges Wissen und Fakten umsonst zu bekommen wären. Das hat die Welt der Informationsmedien an den Rand des Zusammenbruchs getrieben und dort stehen viele immer noch.
Nun, und das wird ein Riesenthema auf der Frankfurter Buchmesse, fürchten Autoren und Buchverlage dasselbe für ihre Branche. Wenn nämlich die schöne alte Welt der öffentlichen Bibliotheken, die Bücher fast umsonst ausleihen, digital wird und nicht mehr 4, 5 Exemplare kostenlos im Regal stehen, sondern viele, viel mehr für immer weniger Geld. Isabel de la Vega über neue Angst um ihre Lebensgrundlage, das Buch. Schreiben, davon leben Autoren wie Juli C. Sie fühlen sich nun in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Kurz vor dem Start der Buchmesse haben fast 200 Autoren eine Kampagne gestartet. Gegen eine geplante Neuregelung der Ausleihe von E-Books. Schreiben sei nicht umsonst. Wir versuchen zu verhindern, dass auf dem Buchmarkt was Ähnliches passiert wie auf dem Musikmarkt. Nämlich dadurch, dass die Nutzer sich daran gewöhnen, kulturelle Produkte kostenlos aus dem Internet runterzuladen, am Ende für die Urheber und Urheberinnen nichts mehr übrig bleibt, worauf sie ihre Existenz stützen können. Die öffentlichen Bibliotheken bieten ihren Mitgliedern E-Books über das Portal Onleihe an. Die Onleihe boomt, weil die Verlage dabei aber nicht so viel verdienen wie an verkauften E-Books oder gedruckten Büchern, halten sie zumindest ihre Bestseller für die Onleihe für mehrere Monate zurück. Das wollen die Bibliotheken ändern. Denn Bücher seien ein Kulturgut, auf das die Öffentlichkeit ein Recht habe. Wir fordern eine gesetzliche Regelung für den Verleih für E-Books, dass die Verlage verpflichtet werden, mit Erscheinen eines E-Books den Bibliotheken dieses E-Book anzubieten. Der Bundesrat hat eine entsprechende Gesetzesinitiative vorgelegt, die die Verleger verpflichten soll, den Bibliotheken ihre Werke sofort nach dem Erscheinen auch für die Onleihe zur Verfügung zu stellen. Das aber wäre ein Angriff auf das besonders lukrative Geschäft mit den Neuerscheinungen. Wir betrachten das mittlerweile als eine substanzielle Gefahr. Die Zahlen haben uns alle überrascht, die Entwicklung hat uns alle überrascht und deswegen gibt es jetzt diese Initiative für Lesen, die darauf aufmerksam macht, dass die Onleihe bereits eine Größenordnung und eine Dimension erreicht hat, die für uns bedrohlich ist. Der Bibliotheksverband beschwichtigt. Sicher, es kann zu einem gewissen kleinen Umsatzrückgang führen, aus unserer Sicht jedenfalls, aber dass das jetzt sozusagen zum Zusammenbruch des gesamten Verlagswesens führt, das finde ich deutlich übertrieben. Also ein E-Book, was in der Online-Leihe über eine Bibliothek ausgeliehen wird, bringt mehr oder weniger für den Autor 7 Cent pro Nutzung. Wenn man sich das vorstellt und dann versucht auszurechnen, wie viele Ausleihen der jetzt braucht, um jeden Monat seine Miete zu bezahlen, dann merkt man sofort, dass das einfach nicht gehen kann. Der Streit um die digitale Ausleihe wird auch auf der Buchmesse ein großes Thema sein. China hat 3 Taikonauten ins All geschickt, zur bislang längsten bemannten Raumfahrtmission in der Geschichte des Landes. Nach gut 6 Stunden Flug dockten sie an der halbfertigen Raumstation Tiangong, zu Deutsch Himmelspalast, an. Die 2 Männer und eine Frau werden sie nun ein halbes Jahr lang weiter aufbauen. Die Gewinnzahlen vom Lotto ohne Gewähr. 7, 20, 21, 27, 29, 34, Superzahl 6. Weitere Gewinnzahlen auf Lotto, ZDF.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Das Herbstwetter bleibt wechselhaft, die Sonne kommt aber immer mal durch. Morgen gibt es im Norden dichte Wolken und an den Küsten etwas Regen, sonst teils sonnig, teils zäher Nebel oder Hochnebel bei 11 bis 16 Grad. Am Montag im Norden, am Dienstag im Westen Regen, sonst bei 12 bis 20 Grad neben Sonne auch Wolken oder Nebel. Am Mittwoch stürmisch, wechselhaft und bis zu 22 Grad warm. Eines noch. Still und leise ist eine Epoche zu Ende gegangen. Gerd Ruge ist tot, der letzte der Pioniergeneration großer Korrespondenten, die nach dem Krieg in eine Welt hinausgezogen sind, die damals noch voller Rätsel, weit und groß war. Er hat sie uns nahegebracht. Und immer ging es ihm dabei um die Menschen, die er dort traf. In Russland, in China, in Amerika und in 1000 anderen, damals für fast alle seiner Zuschauer, unerreichbaren Ecken. Und mancher und manchem hat er damals Flausen in den Kopf gesetzt, es eines Tages doch mal so ähnlich zu versuchen wie er. Und er selbst blieb unerreicht.
Und wenn es wirklich ein Jenseits gibt, dann wird er alles dran setzen, uns Berichte zu schicken. Bleiben wir mal besser auf Empfang. Alles vom Sport jetzt im Sportstudio mit Dunja Hayali. Bis morgen. Tschüss.